seit anderthalb Jahren. Das ist noch nicht so viel und vielleicht hätten wir ihn ja auch gar nicht kennengelernt, wenn Hoa ihn nicht gefunden hätte. Aber das hat sich sehr gut getroffen und ohne weitere Mühe haben wir mit Freude Dieter in unseren Freundeskreis integriert. Hoa kenne ich dagegen schon seit, ich glaube, 26 Jahren. Wir haben uns in der Pädagogischen Hochschule hier in Freiburg kennengelernt, wo Hoa gearbeitet hat und ich auch. Und da kamen wir ins Gespräch und hatten Lust dazu, uns auch außerhalb der Pädagogischen Hochschule zu sehen. Und so ist eben eine lange Freundschaft entstanden. Das heißt, ich habe Hoa in langen Phasen ihres Lebens begleitet, praktisch seit sie in Westdeutschland angekommen war. Ganz kurz danach haben wir uns kennengelernt. Und man braucht jetzt die einzelnen Schritte vielleicht nicht alle aufzuzählen. Also ein wichtiger Schritt war der, dass sie sich entschlossen hat, eine Berufsausbildung zu machen. Das fand ich wirklich ganz großartige Sache, dass sie das durchgehalten hat, diese Kranken- und Altenpflegeausbildung. Ja, und zwar nicht nur von der praktischen Seite her. Es ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich, wie viel Theorie dabei ist und wie die Theorie sprachlich vermittelt wird. Und sie musste das ja alles lesen und dann auch reproduzieren auf Deutsch. Die Ausbildung war einfach ganz auf Deutsch. Und das hat natürlich ihre Kompetenzen im Deutschen auch sehr stark verbessert. Aber dass sie das gemacht hat, das war so ein wichtiger Schritt, glaube ich, auch für das Selbstbewusstsein und das Stehen im Leben. Das war so der eine Punkt. Der andere Punkt sind die zwei Kinder, die sie ja alleine nicht nur bis zum Abitur, sondern auch noch darüber hinaus eins schon bis zum Ende des Studiums gebracht hat. Wo ist es denn, das Kind? Das ist es ja. Und das ist auch eine Sache, die man sich wirklich vergegenwärtigen muss, die mit Anstrengungen verbunden sind, die sonst meistens auf zwei Schultern ruhen. Aber Hoa hat das wirklich mit Geduld und Energie hinbekommen, die Kinder zu unterstützen. Aus den Kindern ist richtig was Gutes geworden, das muss man sagen. Und die Sorge, die sich sonst auf mehr Schultern verteilt, die haben alle auf ihren Schultern alleine gelastet. Und das ist also auch nochmal eine Sache, die gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Und ein Punkt, der vielleicht auch noch gesagt werden sollte, ist, wie gute Beziehungen sie über lange Jahre mit ihren Patienten gehalten hat. Es gibt ganz viele Patienten, die Hoa außerordentlich schätzen und mit denen auch beinahe freundschaftliche, vielleicht nicht ganz so freundschaftliche wie zwischen uns, aber auch freundschaftliche Beziehungen entstanden sind und die Hoa auch aufrechterhalten hat, selbst wenn sie da die Pflege nicht mehr übernommen hat. Und das ist in meinen Augen eine ungeheure Lebensleistung und das sollte einfach, fand ich, mal gesagt werden. Ich sehe am Nicken, dass viele hier das auch verfinden. Und die Verteilung der Sorgen auf zwei Schultern, die ist jetzt ja sowieso gegeben. Wir haben das heute Morgen in dieser wunderschönen Zeremonie mit der Standesbeamtin, die ja schön gesprochen hat, auch mitbekommen. Aber sagen wir mal, vielleicht werden ja die Sorgen auch kleiner, weil die Kinder größer geworden sind. Ja? Die haben ihren Weg gefunden und von daher ist es ja auch schön, wenn in eine Beziehung, sie möge lange, lange, lange dauern, etwas Ruhe an der Kinderfront einkehrt. Danke. Dankeschön, sprechen Sie noch Französisch. Von mir. Von mir. Französisch. S'il vous plaît.